Kommen sie einfach gleich. Ja, wobei, nee, sie haben nichts gemacht. Aber ihr Auto steht dann irgendwo, ne? Das wissen sie hoffentlich. Hater? Alles da. So. Sagt ihr dasselbe? What the fuck? Hater. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR. Ja, wir sind wieder zurück als Police Officer, das was wir am besten können. Und ja, machen weiter mit der wundervollen Modifikation. Es wird sich sicher der eine oder andere fragen, wo bleibt jetzt der Lifeguard und whatever. Ich muss also sagen, ich habe dazu was aufgenommen. Allerdings war Lifeguard sowas von langweilig, dass ich jetzt dachte, dass ein Bus gestohlen wird. Das war so langweilig, da habe ich einen Bus gestohlen. Ne, wir müssen jetzt hinfahren. Und das war so langweilig, weil du einfach nichts anderes gemacht hast, wie bei den anderen zwei berufen. Komm, fahren hier durch. Und somit habe ich dann gedacht, nee, komm, das lade ich nicht hoch. Raum auch nicht. Und, tut mir leid für alle, die sich jetzt drauf gefreut haben, aber das war wirklich nicht sehenswert. Und, ja, deswegen sind wir jetzt wieder in LSPDFR. Haben sich ja eh die meisten wieder gewünscht, also von dem her ist das ja, glaube ich, für die meisten gar nicht mal so schlimm. So, wir müssen hier rechts. Ein Stone Bus hatte ich aber auch noch nie. Das heißt, wir sollten vielleicht mal ein bisschen schneller fahren. Und noch was, ich meine, ihr werdet das sicherlich mitbekommen, dass zurzeit extrem wenig Videos kommen. Das liegt schlichtweg daran, dass ich einfach halt so viel privat zu tun habe, was Schule und so angeht. Und die Zeit an sich hätte ich, aber die Lust fehlt dann halt oft, ein Video dann zu machen irgendwie. Dann hat man einfach keinen Bock mehr nach so einem Tag, der halt recht anstrengend war. Hat man einfach keinen Bock mehr, sich noch hinzusetzen, was aufzunehmen. Deswegen, aber das wird dann eh vorbei sein, wenn es dann halt vorbei ist, was dann circa so in 1,5 Monaten ist. So, jetzt haben wir hier einen Bus, der vor uns steht. Hä? Hallo? Nein, nicht mich rammen. Busfahrer, bleiben Sie stehen. Guck mal, da hat hier sogar jemanden die Stoßstange hinweggefahren. Busfahrer! Fahr mal vor dem Bus jetzt. Oh, 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 aus dem Weg, aus dem Weg. Ah! Wurden getroffen, scheiße. Naja, noch keine Waffenkraft, Waffengewalt. Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Genau so machen wir das. Der Bus rammt ja alles. Pass auf, so. Vorderreifen weg. Was macht denn der Typ da? Das ist eine Gefährdung für sich und seine Mitkollegen oder so. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus. Okay, wir machen die Tür auf. Raus! So, na, wir steigen auch aus. Na, nicht wegrennen. Weg. Bleiben Sie stehen. Nur, das ging die Tür, die ging das Ding gerannt. Bleiben Sie stehen! Okay. Alles gut. Wieso klauen Sie einen Bus? Ich frage am besten gar nicht. Es macht keinen Sinn. Außerdem regnet es. Vielleicht hatte der keinen Regenschirm dabei und dachte, ja, ich komme jetzt im Bus, weil... Naja, so, hey, sie bleiben... Ich möchte den Bus abschleppen lassen, ja? So, Tow Truck. Einmal bitte abschleppen. So, komm, wir machen noch die Tür zu, damit das in den Bus nicht reinregnet. Wobei sie den eh schon voll kaputt gemacht haben. Ja, wir speeden nicht mal ab. Oh, guck mal, wie realistisch. Da hat die Waffe hinten. Okay, jetzt nicht mehr. Naja, sie handeln das schon, ne? Food Pursuit, ja, zu spät. Okay. So, wir steigen wieder ein. Und wir dürfen einmal reparieren. Hab ich meinen Gottmod raus? Ja, hab ich, gut. So, wir fahren weiter auf Streife.
Vorsichtig, ohne niemanden umzufahren. So. Es bin packed. Aber okay. Mobile Phone Event. Brauchen wir jetzt nicht. Gucken lieber, dass die richtig großen Einsätze bekommen. Oder wir halten den mal an hier. Wobei, macht das Sinn? Ja, doch. Ja, nee, die Ampel ist so kacke. Flüchtet der? Wieso hat denn der ein rotes? Wieso hat denn der rotes Dingsel am Radar? Naja, wir fahren einfach mal weiter. Hinterher. Boah, scheiß Ampel, ey. Komm, wir scheißen auf den Typen. Wir fahren einfach außen rum. So. Public Disturbance. Alles klar, da fahren wir hin. Mit Code 2. Ja, genau. Gucken wir mal, was da los ist, wer da hier die Public Disturbed. Oh! Wieso fährt denn der rechts, Alter? Was ist das denn? Hallo? Deswegen ist es aber nicht so gut hier, was sie da machen. Ich würde sagen, sie kommen mit. Na, sie kommen mit. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Auf dem Boden. Werden wir mal gucken, was sie geraucht haben. Weil, können wir nicht erzählen, dass sie so, normal und so, ne? Können Sie mir nicht erklären. Ihr wartet hier auf den Prisoner Transport. Und dann geht hier ab, ne? Wisst ihr Bescheid. Dann werden Sie mal verhört. Guck mal, da kommen schon die Kollegen. Und wir fahren mal weiter auf Streife. Also das finde ich ja nicht gut, dass sie hier auf der Fahrbahn rumtanzen. Was macht denn der da hinten, der so ein bisschen abgespeedet ist? Na, solange nichts Verbotenes tut. So. Solange nichts Verbotenes tut, ist alles gut. Wir durften einmal reparieren, aber ich glaube... Ah doch, wir haben hier... Der Typ hat uns das Licht weggefahren. So, mit dem Grün. So, wir halten ihn mal an hier. Der kommt mir sehr suspekt vor, der Typ. Hä? Wieso fährt denn? Ja, jetzt, okay. Naja, wir gucken jetzt mal, was mit dem los ist. Ach Mann, hier sind nur Ampeln, ey. Jetzt halt mich halt nicht an. Uah. Aber warte doch, doch, warte, warte. Fahren Sie bitte rechts ran. So, komm. Einmal rechts ranfahren, bitte. Hallo. So. Was ein Mistwetter heute, ne? Das ist unglaublich. Guten Tag. Wir hätten gerne mal Ihre Autoschlüssel. So. Wir würden mal gerne Ihre ID haben. Danke. Wir checken. Mike Brouts. Alles klar, das merke ich mal. Mike Brouts. Mike Brouts. Suspect wanted by LSPD. Attention all units. We've got a criminal resisting arrest. Ist halt blöd, wenn ich ihre Autoschlüssel hab, ne? Genau, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Auf dem Boden. Das war ja jetzt wirklich ein sehr schmächtiger Fluchtversuch. Also da hätte man ja dran denken können, dass die Autoschlüssel irgendwie weg sind. Aber gut, das weiß ich schon. So, komm. Assistance required for a suspect placed under arrest in Rockford. Finde ich aber nicht gut, was sie hier machen, ne? Roger. So, wir lassen noch ihr Auto abschleppen, weil das brauchen sie ja jetzt nicht mehr. Tow Truck, so. Ja, guck mal, sie können zusehen, wie ihr Hab und Gut von dem Staat weggenommen wird. Wir müssen noch die Autotür. Wobei, nee, die lassen wir. Nein, das ist sie zugegangen. Ich wollte sie auflassen, damit es schön reinregnet, weil da sind wir nicht dran schuld dann. So, wir fahren mal weiter auf Streife. Wobei, wir müssen noch warten, bis der Tow Truck da war.
müssen ja schon hier kontrollieren, dass da auch hier die Service der Stadt ihren Beruf ausüben, ne? Oder so. Na komm, wir vertrauen mal. Der ist da hinten, na, da ist er eh schon. Sollen wir es machen? Der da Typ. Na, nicht da. Ne, wir dürfen eher mal reparieren. So. Haben wir jetzt vielleicht mal irgendwas Spannendes? Irgendwie einen Fluchtversuch. Fluchtversuche sind lustig. Oh. Ups. Entschuldigung. Ist auch gut, dass es kein... Wieso blinkt es denn da vorne? Hab ich hier rechts abbiegen oder was? Ja, habe ich. Okay, jetzt ist es weg. So. Okay, warte, den halten wir mal an. Den halten wir an. Alles klar. Na, mein Licht ist... Ja, wir dürfen nicht mehr reparieren. Und wieso hupt denn der Typ, Alter? Boah. Du, die kommen jetzt mit. Halten Sie an. Wir müssen ihn jetzt rausholen. Können nicht warten. Raus aus dem Fahrzeug. Raus. Raus. Alles gut. Gehen Sie raus. Alles ist gut. So, arresten. Es gibt auf jeden Fall ein Bußgeld. Wenn nicht sogar eine Haftstrafe. Wir wissen nicht, ob sie an einem Verkehrsteilnehmer überlebt haben, ja? Finden wir nicht gut, dass sie hier randalieren. Jetzt lassen Sie bitte mal den komischen, bärtigen Herrn da vorbei. Der macht gleich weiter. Warten Sie mal bitte kurz. Na, nicht hinten aufmachen. Nein. Ja, scheiße, ey. Es ist... Ah, Mann. Egal, die Kollegen. Alles klar. Den habe ich mir aufgeschrieben. Speed Pursuit. Okay, da müssen wir jetzt hin. Nein, sie steigen da nicht ein. Nein. Nein. Egal, wir dürfen einmal reparieren. Okay, dann kommen sie mit zu einer Verfolgungsjagd. Ich zeig ihnen die... Willst du lenken, der Typ kaum? Warte mal, ich repariere es nochmal. Alter, der lenkt ja richtig schwerfällig. Wir haben jetzt aber eine Speed Pursuit. Ich zeige Ihnen jetzt die Welt eines Officers. Weil Sie bei mir einfach eingestiegen sind und ich kann Sie nicht mehr entfernen. Aber ist mir egal. Alter, das ist schwammig, wenn es regnet. Okay, der kommt. Straßensperre. Okay, mehr oder weniger Straßensperre. Your non-primary position. Ja, dann steigen Sie mal aus. So, wir holen mal eben Verstärkung. Attention all units, assistance required in... Wir sind now allowed to pit the fleeing vehicle. Finde ich gut. Das heißt, wir pitten jetzt gleich, wenn es safe ist. So, komm. Raus da. Raus. Ah, ich werde umgefahren. Aua. Nein. So. Okay, machen Sie das? Wir machen das, ne? Der Kollege übernimmt das jetzt hier. Oder? Ja, okay. Ja, ich würde sagen, das haben wir gut gelöst. Das haben wir gut gelöst. Müssen auch noch die Karre abschleppen. Und die muss noch mitgenommen werden. Aber das machen die Kollegen sicherlich. Das schleppt mir den Blister, glaube ich, oder? Das ist ein Blister. Steht das irgendwo? Nö, egal. Ich glaube, das ist ein Blister. Den schleppen wir jetzt noch ab. Was wird das jetzt hier? Alles klar. Es ist aber, das ist immer so bei Alice Beautiful. Ah, es passiert immer irgendwie ein Bullshit. Oh Gott. Naja, wir fahren mal weiter auf Streife. So, boah, wir dürfen einmal reparieren, zum Glück, Alter. Also das ist echt eine richtig schwammige Physik bei Regen, ey. Also wenn du da nicht reparierst... Guckt's euch an! Wie schwammig das ist. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video so gut sieht, aber...
Es ist mega schwammig, aber nicht so ein positives Schwammig wie in GTA 4. Sondern so richtig ekelhaftes Schwammig. Was ist denn das hier eigentlich? Ich glaube, das sollten wir uns mal genauer anschauen. Guten Tag. Hallo, wieso zeigen Sie den Stinkefinger? Hallo. Steigen Sie bitte mal aus. Steigen Sie mal aus. So. Wird das nicht gut? Nehmen Sie mal fest hier. Ist das nicht gut, dass Sie hier Leute beleidigen? Hoch, Sie lassen sie mal abschleppen. Und ihr Auto wird auch mal abgeschleppt. Es geht gar nicht klar, dass sie hier ihr Officer beleidigen, ja? Finde ich nicht gut. Können Sie bitte weiterfahren? Hallo? Oh, jetzt hat er den Falschen abgeschleppt. Egal. Dann kommen sie einfach gleich... Ja, wobei, nee, sie haben nichts gemacht. Aber ihr Auto steht dann irgendwo, ne? Das wissen sie hoffentlich. Hater? Alles da. So. Sagt er dasselbe? What the fuck? Hater? What the fuck, Alter? Tippen los, Alter. Gehen Sie mal bitte an den Straßenrand oder so. No way. Der sagt immer Hater. Ah, das ist behindert, Alter. Wo, welcher Stadt leben? Und wie hast du denn für eine Haltung hat, Alter? Ich bin Zombie. Ich hab die scheiß Haltung. Ich glaube, wir sollten sie hier mal mitnehmen. Kommen Sie bitte mit. Sie haben ganz komische, machen ganz komische Geräusche. Ich glaube, sie sind unter Drogeneinfluss. So. Roger. Na, nicht hinten. Ich hab doch jetzt. Nein, das nervt. Na, nicht bei mir rein. Nein. Entschuldigung, ich muss weg. Wir haben einen Satz. Ich habe keinen Bock, dass sie bei mir mitfahren. Das ist ein bisschen blöd. Dass sie immer probieren einzusteigen. Wir dürfen einmal reparieren. Ich suspect. Jetzt ist der da schon wieder drin, Alter. Okay, komm, wir geben den ab. Wir können. Ach komm, hier können wir den eh abgeben. Na, den? So, einmal drehen. Boah, Alter, ich werde nie wieder bei Regen LSBFA anschmeißen. Also, das ist ja richtig krass, wie die Wagen da abgehen. Überhaupt kein Fahrgefühl, Alter. Personal for Gun. Alles klar, das nehmen wir nochmal kurz mit. Das ist ja wohl ein bisschen wichtiger als ein Arrested-Typen, den wir abgeben. Sie werden jetzt eigentlich Zeuge. So steigen die bei mir immer aus. Stinkt's bei mir oder was? Oh. Alter, okay, aber gut durchgedriftet. So, the person with the gun. Alright. Dispatch, we have a visual. Press the search area for the suspect. Okay, I'm a person with a gun. Das ist eine gute Frage, wo... Suspect to be in... Okay, der flüchtet. Wir fahren hinterher. Ihr Officer, wie heißen wir eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, ich habe Alzheimer. Lol, okay. Shots fired. Oh. Shots fired. Okay, das geben wir so durch. Das Team schickt Verstärkung. Bleiben Sie stehen! Komm, nehmen Sie den Endo. Es hat kein... Okay, ich glaube... Komm! Ich möchte Sie nicht umbringen. Okay, scheinbar müssen wir. Attention
Attention all units. We are code 4. Ah! No further units required. Bleiben Sie stehen! Wieso werde ich geschlagen? Was haben Sie denn jetzt zu verbergen? Sie haben doch nicht mal was gemacht wahrscheinlich. Nein, nicht über die Leiche. Okay, gut. Copy that. On the way. Roger. Wir brauchen hier einen Corona Service. Mann! Das ist unglaublich. Naja, gut. Wie sieht es mit unserem Wagen aus? Wir haben ein Schlüsselloch an der Windschutzscheibe und an der linken Tür. Genauso wie hinten haben wir auch ein, oder was ist das? Was ist denn das? Schon ein Schlüsselloch hier, oder? Ne, ist aber eine Schraube, okay. Ja, okay, so schlimm war es anscheinend. Ist die Windschutzscheibe gebrochen. Toll, wo ist der Corona-Service? War das auch scheiße? Ah! Mann! Wieso überfahren Sie mich? Und wieso haben Sie plötzlich alle Angst? Fahren Sie zweiter? Wieso werde ich immer umgefahren? Nicht den gleich überfahren. Corona, hey, stehen bleiben. Okay, egal. So, hier, wir fahren mal weiter auf Streife. Ich habe auch Pech heute, ey. Wir dürfen einmal reparieren, das ist die gute Nachricht. So. Fahren wir hier unten lang. Motorcycles without helmet. Alles klar. Also bei diesem Wetter hoch. Auch Motorrad fährt, der ist auch selber schuld, ja? Also der kann auch meinetwegen ohne Helm fahren. Aber bei dem Wetter Motorrad fahren ist doch echt nicht lustig. Jetzt fahren wir hier mal durchs Industriegebiet. Da sind wir lang nicht lang gefahren. Lang nicht lang gefahren. Wollen wir da mal rein, nee, komm. Police Impersonator. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich weiß, was das ist. Das heißt, aber wir fahren mal hin. Code 3, okay, das heißt, dass irgendwas Schlimmes. Oder was arg Dringendes. Wieso kann ich nicht First Person schalten? Na, spielen wir jetzt in der Third Person. Kann ich nicht First Person schalten? Wieso kann ich das nicht? Naja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich kann damit leben. Kann damit leben, immer das äußere Ich zu sein. So, was ist da vorne? Dispatch, we have a visual. I'm gonna talk to the 911 caller. 10-4, copy that. Officer over here. Alright. Dann ohne Waffe erstmal. Hallo. Oh jeez, officer, I'm glad to see you. This car came up behind me and flashed red and blue lights from his window. I thought it was a cop, so naturally I pulled over. Nicht überfahren. But he wasn't a cop, he was wearing some kind of security uniform. The car he was driving looked like a fucking Prius. He said I was speeding and asked me for my license. So I said, you're not a cop, you're a fucking security guard. He told me to shut up and said he was undercover. Then he asked me to step out the car and I said no. Then he's like, don't make me use force. I told him to fuck off and he pulled out the gun. So I hit the gas and got the fuck out of here. The car was a dilettante, it was white and it had security patrol ribbon on it. Ah, okay. The last three digits of the license plate were 738. Danke, dass Sie mich umfahren. Okay, wir fahren hin. Und sehen uns die Sache an. Da hinten ist es. Ein weißer Dilettante, das sind diese Elektroautos, wenn ich mich nicht irre. Da müssen wir jetzt hin. Gucken wir mal, was da so auf uns wartet. Aber den Typen, den krallen wir uns. Da ist er. Ah. Okay, wir holen eine Verfolgung. Also wir machen Verfolgung raus. Oh, das ist aber schnell, ey. Bleiben Sie stehen. Boah.
Komm. Copy that, Dispatch. We'll find those animals. Scheiße. Kriegen wir den? Ah, wahrscheinlich. Ah, die Freunde machen das, oder? Machen die das? Komm, sie haben nur das hingefallen. Was ein Spasti. So. LSPD, the biggest gang. Wenn du wegrennst, bist du tot. Okay. Okay, auf dem Boden. Was auch immer sie mit dem Kerl vorne machen wollten, das war nicht freundlich. Und jetzt werden sie abgeführt hier, ja? Abgeführt werden sie jetzt. Attention all units. 1015, so. Suspect in custody. We are code 4. No further units required. Jeden Tag eine gute Tat, würde ich sagen. Oh, wir sind aber nass, ey. Das ist krass. Aua. Wie oft ich jetzt schon umgefahren wurde. Ist echt ein Witz, Alter. Das ist echt nicht mehr lustig, ja? Wie oft von dir umgefahren wird. Was ist die Situation? Naja, darum kümmern sich jetzt die Kollegen, denn ich bin für heute raus. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPDFR. Ich hoffe, diesmal ein bisschen früher als eine Woche, aber wie gesagt, ist gerade ein bisschen schwer, was Schule und so angeht, dann noch nebenher, sich auf YouTube zu spezialisieren. Deswegen verspreche ich da nichts und sag dann einfach mal, haut rein, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao!